So. Dann müssen wir wieder die Lederrüstung an Laden holen. Aber wie gesagt, also die, die Pikiniere, die kannst du echt an der Pfeife rauchen. Die tauchen überhaupt nichts. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Unsere Schatzkammer leert sich. Die sind sowas von scheiße. Das Volk liebt euch, my Lord. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich den Angstfaktor wieder mit einbeziehe. Muss ich tatsächlich zugeben. Also, Angstfaktor wird uns hier wahrscheinlich sehr von Nutzen sein. Zwar nicht auf Maximum, aber so, dass er uns hilft. Mache ich auch. Bisschen Angstfaktor muss sein. Zumindest auf Stufe 3. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Muss sein. Es tut mir leid, Leute. Falls es jemanden stört... Wir stehen zu euch. Stufe 3, okay. Dass unsere Leute besser kämpfen können. Zumindest ist das. Dann kriegen wir halt ein bisschen weniger Rohstoffe, dann ist es eben so. Aber unsere Leute müssen besser kämpfen können. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ja, kommt noch. Ich habe so viele Holzfäller, ne? Meinst du, die bringen mal richtig ordentlich Holz nach Hause? Nicht wirklich. Oh Mann, das ist hier ja echt eine Mission zum Vergessen, ehrlich. Die Truppen des Schweins greifen an. Ach, hier ist ja noch alles frei. Ach du Scheiße, auch das noch. Das habe ich ja völlig vergessen. Das ist ja alles noch frei. Och, Mann. Das auch noch. Das habe ich ja völlig vergessen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass die Fläche noch frei ist. Scheiße. Da muss ich Stein kaufen. Weil die Fläche hier muss dicht. Die muss dicht sein. So dicht, wie es geht. Oh Mann, ey. Ne, die Mission verlangt wirklich schon wieder einiges ab, muss ich wirklich sagen. Also, ist nicht ohne. Die ist wirklich nicht ohne, die Mission. Ich weiß, jeder andere Profi hätte es wahrscheinlich längst geschafft. Ja, ja, ja. Ich bin aber kein Profi. Ich habe es nie behauptet. Unser Werkzeug ist bereit. Euer Gnaden. Gebt uns eine Aufgabe. Jetzt haben sie noch plus zwei, aber das ist auch okay. Belagerungsgeräte bemannt. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Besser plus zwei als gar keinen Bonus, weil wir brauchen ein bisschen Kampfbonus für unsere Leute. Geht nicht anders, führt kein Weg dran vorbei, momentan. Eine Botschaft des Schweins. Ja, ja, ja. Schlag die Trommel. Blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorne. Hier ist mir auf den Sack, Schwein. So sieht's aus. Ne, also die Pikiniere haben mich wirklich sehr enttäuscht. Und dass ich die Mönche nicht rekrutieren kann, ist auch scheiße. Ich sag ja, ich habe wahrscheinlich wieder viel zu großspurig gebaut. Euer Gnaden. Ist auch nett, direkt vor der Tür. Euer Gnaden. Pechkessel wird besetzt. Ja, besetzt mal den Pechkessel. Wir werden den jetzt doch mal nutzen. Ich werde ihn nutzen müssen. Auch wenn ich es nicht will. Was soll konstruiert werden? Ach, guck mal, du bist ja auch noch da. Pechbottich wird bemannt. Was wünscht ihr? Kommt Pech zur Verteidigung. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Das Volk huldigt euch, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Hoffentlich läuft es jetzt besser. Und speichern. Besser im Sinne von, dass wir das Schwein rausschmeißen. Viel zu wenig Ochsenjochte.
Ja, es brennt überall. Überall, an der gesamten Front brennt es. So. Ich brauche nochmal ein bisschen Stein. Ich will das oben dicht haben. Ich habe nämlich keine Lust, dass er da von oben einfach eindringt. So. Problem ist halt, dass ich damit nicht gerechnet habe, dass der Gegner einfach unsere... Die Truppen des Schweins greifen an. Ach, toll, da kommt er schon. Super. Schön auf dem Präsentierteller. Truppen versprengt. Klasse. Ich hasse es, wenn meine Truppen versprengt sind. Ich habe sie lieber schön alle zusammen und dann gibt's auf die Fresse. Ich hätte eine richtig schöne Scheinmauer bauen müssen, wo er möglichst nicht so reinkommt. Oh, ihr wisst ja, wie es heißt. Hätte, hätte, Fahrradkette. Da dürfte er nicht mehr reinkommen. Das haben wir dicht gemacht. Wir brauchen mehr Ochsenjochte. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Bauern haben wir noch mehr als genug. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Rüstung kann man laden, aber jetzt fehlt es an Armbrüsten. Das ist nicht zu fassen, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Oh Mann. Ich könnte Bögen rein. Ja, holen wir Bögen rein. Genau. Dass wir zumindest etwas haben. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Irgendwas müssen wir aufbieten gegen ihn. Und wenn es erstmal nur Bogenschützen sind. Aber irgendwas müssen wir haben. Er wird sicher auch wieder da angreifen. Garantiert. Bin ich mir fast schon sicher, dass dem so Waffen sein wird. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Jo, einer ist schon mal weg. Zur Stelle! Achtung! Und los! Kurzer Prozess! Sire? Na? Ja, der feuert ja sonst wohin. Waffen geschultert! Aber er dürfte schon jetzt Probleme haben. Jo! So gut wie tot. Er dürfte jetzt schon Schwierigkeiten haben, die Ramme zu betreiben. Also es wird schon mal gut. Jo, jetzt hat sich das wahrscheinlich ganz erledigt. Bereit, weil ich glaube nicht, dass ein Mann ausreicht, um die Ramme zu bewegen. Sie sind Geschichte. Das wird nicht ausreichen. Unser Werkzeug ist bereit. Gebt uns eine Aufgabe. Ich habe mich verbrannt. Wie können wir helfen? Sollst du doch nicht, Euer Gnaden? Was soll konstruiert? Wird was bemannt? Wünscht ihr? Dieser Gestank. Sollst dich doch Bin nicht Bin zur Stelle. Ja. Ein weiter Weg. Zur Stelle. Oh, ist aber ganz frech hier. Ladet nach. Er sogar hoch. Siehst du, die Ramme bewegt sich nicht. Es sind zu wenig Männer. Man braucht eine bestimmte Das ist genauso wie bei Schiffen. Du brauchst immer eine bestimmte Mindestanzahl, damit das betrieben werden kann. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann hast du Pech gehabt. Und genau das hatte ich mir nämlich auch. Wo wollt ihr hin? Ein Auf den Turm mit Weg. Euch. Hä? Ach, Tom, wie das Ding bewegt sich. Und los, so gut der wie doch nur tot. Ein Mann. Ach, hat er noch welche in der Reserve gehabt, ja? Oh. Sire, Feiger Sie Köter. Sind Geschichte. Unser Werkzeug das ist stinkt vielleicht heiß wie die Hölle. Gebt uns ich keine Optimierung. Gestank. Der feige Köter von einem Schwein, echt? Wie können wir helfen? Das stinkt heiß vielleicht. Wie die Hölle. Deswegen dauert es so lange. Weil da keine Treppe war. Waffen geschultert! Ladet nach! Mein Wo willst ist du euer. Hin? Mein Herr, Rücken aus! Bereit, eure Lordschaft. Kurzer Prozess. Zur Stelle. Eure Befehle? Heute. Bin zur Stelle. Hoch. Euer Gnaden. Ja, ich habe mich verbrannt. Achtung. So gut wie tot. Der Feind
Feind hat die Mauern eingerannt. Ja, aber klar. Los, sie sind geschickt. Was soll konstruiert dieser werden? Dieser Gestank! Was wünscht ihr? Das stinkt vielleicht. Die schwarzen Mönche sind bereit. Es gibt's nicht, ey. Ich hab nicht aufgepasst. Und laden. Och, Mann. Wir kann das sein, dass hier keine Treppe Steine, ist? Sag mal. Was ist das hier? Alter. Ja, ich bin überfordert. Ich merke das schon. Diese Mission verlangt wirklich alles von mir ab. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Waffen geschultert! Einige Männer haben wir da. Vor allem, dass keine Dings reinkommen, irritiert mich total. Unser Werkzeug ist bereit. Die Truppen des Schweins greifen an. Ja, ja. Heiß wie die Hölle. Ich habe mich verbrannt. Dieser Gestank. Das stinkt vielleicht. Das Schwein kommt mir viel zu schnell. Ich habe keine Zeit, mich zu rüsten. Das nervt mich. Ehrlich, das nervt mich. Das geht mir auf den Sack. So. Unsere Schatzkammer leert sich. Ja, ja, ja. Schatzkammer leert sich. Warum habe ich da eigentlich das Vorratslager nicht ausgebaut? Bereit, eure Lordschaft! Aber noch ist er in der Vorbereitung, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Hätte ich jetzt eigentlich eher für die Treppe verwenden sollen, aber naja, gut. Ach, da oben ist ja auch noch frei. Ah, jetzt wird das von da versuchen. Ja, versucht er auch. Oh, ich hasse dieses Spiel, beziehungsweise diese KI. So. Mauer dicht. Kommst du nicht mehr rein. Arschloch. Ich weiß genau, dass du es nutzen wolltest. Schäm dich. Dass du sowas nutzen willst, du Feigling. Muss mir sonst echt erstmal gleich Bögen kaufen. Es geht nicht anders. Euer Gnaden? Heiß wie die Hölle. Ich habe mich verbrannt. Ich habe auch viel zu wenig Treppen, sie hier sehe ich. Viel zu wenig eigentlich. Ich müsste mehr Treppen haben. Aber ich habe mich halt die ganze Zeit erstmal drauf konzentriert, die Produktion in den Griff zu kriegen. Was ja eigentlich auch ein vernünftig ist. Erstmal schön die Produktion und danach alles andere. Ja, er versucht es immer noch. Okay, ich kann jetzt schon laden. Und laden. Weil solange er es wir versucht, benötigen Steine. Wird er auch durchkommen. Das ist nämlich das Problem. Wenn er es versucht, dann wird er auch durchkommen. Oh Mann, ey. Ich sehe schon kommen, dass ich komplett neu anfangen muss. Dass ich hier komplett viel zu breit gebaut habe. Aber was soll ich machen? Ich will diese Ressourcen nicht verlieren. Ich will sicherstellen, dass sie gesichert sind. Weißt du was? Ich kaufe mir die Bögen jetzt einfach so. So. Und dann rekrutieren wir die, sobald es geht. Die Truppen des Schweins greifen an. Ja, der greift mir ein bisschen zu oft an. Und ein bisschen zu früh vor allen Dingen. Er greift viel zu früh an. Er hätte ruhig mal ein bisschen warten können mit dem Angriff. So. Kommen nämlich die Bogenschützen bin zur Stelle. Hin. Ja, ein weiter Weg. Also bald die nämlich die Baumeister und die Ramböcke erledigt haben, ist das Ding nämlich so gut wie gelaufen für ihn. Aber meine Damen und Herren, was lernen wir daraus? Man sollte vielleicht nicht immer so breit bauen. Nicht so breit wie der Lars jedenfalls. Aber der Lars baut gerne breit. Das wir ist ja sein Problem. Gold. Bin zur ich Stelle. Hinter jetzt auch so eine Scheiße. Bereit. Ein weiter zur Weg. Zur Stelle. Weil der Lars so gerne so breit baut. Besucht er schon wieder? Oh, ich habe die Lücke schon wieder gelassen.
Er kommt zu schnell. Er kommt zu schnell. Es geht einfach zu schnell. Mann, ey. Ist das eine Scheiße, ey. Ehrlich. Kann die KI mal richtig... Ich will, dass die KI mal richtig schön dämlich ist. So richtig saudämlich. Schwein halt. Schwein dämlich. Versteht ihr? Ja, es war ein Versuch eines Witzes im Rage. Vergesst es. Das Volk huldigt euch, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Mann, die Truppen des Schweins greifen an. Rüstung kommt rein, aber das war's dann auch schon. Was soll konstruiert werden? Wird bemannt. Was wünscht dieser ihr? Gestank? Das stinkt vielleicht. Heiß wie die Hölle. Aber das mit dem Pechbottichen habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, was das soll. Ich würde das Pech ja gerne als Verkaufsware nutzen. Ich habe so viele Baustellen, ne? Aber das Problem ist, du hast so wenig Zeit, bis das Schwein kommt. Ja, man sieht ja, er rollt ja jetzt schon an mit seinen Leuten. Das ist immer mein Problem, dass er viel zu schnell kommt. Es geht mir einfach zu schnell. Ich brauche mehr Zeit. Die Zeit habe ich nicht. Das ist das Blöde. Ja, meine Damen und Herren, also wir können uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass ich die nächste Session nochmal das Szenario komplett von neuem beginnen darf. Weil ich nicht in der Lage bin, diese große Fläche zu halten. Weil es einfach zu viel ist. Sire! Erst müssen die Baumeister weg. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Ja, das Gold brauchen wir auch. Und wir brauchen in erster Linie Bogenschützen. Bin zur Stelle! So blöd es klingt, aber die Bogenschützen sind hier mein wichtiger Bogen denn je. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Waffen geschultert! Die da, die müssen erschossen werden. Die Baumeister. Wenn die Ramme nicht funktioniert, dann haben wir schon einen guten Vorteil. Das Problem ist, er hat viele Baumeister. Er hat ja sogar noch zwei in der Reserve. Und das hatte ich nicht gesehen, dass er noch welche in der Reserve hat. Kurzer Prozess! Das hatte ich halt nicht gesehen. Zur Stelle! So gut wie tot! Achtung! Jo! Sie und sind noch. Geschichte! Und los! Ja. Ich kann nicht jetzt könnt ihr anvisieren. Mal auf die schießen. Jetzt ist er nämlich gerade nicht in der Lage, das Zelt zu nutzen. Beziehungsweise den Inhalt davon. Sire. Ich habe übrigens gerade kein Gold, nur mal zur Info. Bin zur Stelle. Mal wieder. Mein Herr? Sind auf dem Weg. In Bewegung. Waffen geschultert! Jo. Ladet nach! Bereit, eure Lordschaft! Eine Armbrust schon mal weniger von ihm. Na, seine Baumeister setzen sich noch nicht in Bewegung. Eure wo wollt ihr hin? Bin zur Stelle! Zur Stelle! Kurzer jo. Prozess! Jo. Achtung, ich kann nicht anvisieren! Ich sehe schon, ich habe die Leute perfekt positioniert. Also seine Bogenschützen sind und schon mal erledigt. Los! Sire! Sag ja, wir brauchen keine Nahkämpfer. Waffen geschultert! Ich kann nicht anvisieren! Nahrungsvorräte? Ja, sehe ich. Wie sehen wir denn produktionstechnisch gerade aus? Gut. So. Es kommen auch keine Apfelfarmen, keine Früchte gerade rein, ne? Nee. Bereit, eure Lordschaft! Es geht so. So gut wie tot. Er schießt am besten erstmal die Junker. Achtung! Jo. Sie sind Geschichte. Und los! Gut, also die Ramme hat sich schon mal erledigt. Auf die hat er keinen Zugriff. Sehr gut. Das ist schon mal ein Erfolg. Sire. Ein speichernswerter Erfolg auch. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft!
zur Stelle. Ladet nach. Haut die weg, Leute. Haut die weg. Ihr seid gut dabei. Die Baumeister stehen da immer noch. Und die nutzt los. Er nicht. Ist gut. Es kann auch gerne, darf auch gerne so bleiben. Sire, kurzer Prozess. So gut wie tot. Waffen geschultert. So, irgendwie backt hier so ein bisschen das Gelände rum. Kann das sein? Sie sind Geschichte. Erst die Junker, die sind schneller. Ja, genau deswegen. Ladet nach. Kurzer Prozess. Unser Werkzeug ist bereit. Ich habe mich verbrannt. Wieder habe ich vergessen, hier eine Treppe zu setzen. Gebt uns eine Aufgabe. Dieser Gestank. Zur Stelle. So gut wie tot. Es gibt's nicht. Vor allen Dingen, er zieht sich auch nicht frühzeitig zurück. Im Gegenteil. Guckt euch das an, wie frech der ist. Wie können wir helfen? Das stinkt vielleicht. Guckt euch das an, was der für Streitkräfte hat. Ist doch nicht normal. Nee, Freunde, ich muss das neu anfangen. Ich habe viel zu großflächig gebaut. Ich sehe das schon. Er hat viel zu viele Männer und ich habe viel zu großflächig gebaut. Ich hätte kleiner anfangen müssen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Guckt euch das an. Ladet eure Lordschaft. Zur Stelle. Kurzer Prozess. Wie sollst du das alles abwehren, sag mal? Los. Das ist doch krank, ist das. Waffen geschultert. Bereit. Sie sind Geschichte. Ja. Die stehen da rum und machen nichts. Ja, geil. Super, Kollege. Hätte wesentlich schneller gehen müssen, du Vollidiot. Warum macht er das nicht automatisch? Wie kann ich helfen? Gehen wir, Brüder. Warum muss ich das auch noch machen? Warum macht er das nicht selber? Aufpassen. Was für ein Quatsch. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Ja, schön. Sehr wohl. Ey, der Pechbot, ich tut nicht nötig. Das ist Quatsch. Mehr, der hilft dir überhaupt nicht. Gib mir meinen Stock. Bogenschütze ihn angepeilt. Und warum werden diese scheiß Junker nicht zuerst erschossen? Ja, mein Freund. Scheiß auf die Pikiniere. Er schießt diese Wichser von Junker. Ehrlich. Eure Befehle bereit. Der Herr ist allgegenwärtig. Sire? Nee, ich denke mal, ich werde eine andere Taktik verwenden. Was macht ihr da? Die rennen da rum. Unerreichbar, Sire. Zur Stelle. Ihr könnt da mal helfen. Wir stehen. Was macht ihr da? Meine Fresse. Was ist das hier mit euch, Leute?